Hallo, liebe Bewohner, in die Inseldurchsage zu ungewöhnlicher Zeit. Was ungewöhnlicher Zeit, du weißt schon, Melinda, du weißt schon, du kennst schon die Uhrzeiten, zu denen ich täglich hier einmal Crossing nicht aufnehme, aber spiele. Für gewöhnlich. Also, ist eigentlich ziemlich früh heute, also ich bin eigentlich heute ziemlich früh dran. Es ist also, naja, hoffentlich schlafe ich nicht ein. Bist doch teilweise um 6 noch wach hier. Ich meine, um 3. Es ist Sonntag, der 7. Februar 2021. Da sieht aber nicht, dass ich das vorproduziere. Animal Crossing ist halt, verrät halt alles. 1.58 Uhr hier auf Casadum. Ich bin wirklich sehr früh dran. Heute habe ich keine großen Neuigkeiten. Aber uns stehen eine Woche voller... Ich kann nicht mehr lesen. Aber uns steht eine neue Woche bevor und ich wünsche euch, dass sie so wird, wie ihr euch es vorstellt. Und das war es von mir. Und da tritt der Zwerg hier aus seinem Haus raus. Joa. Mein Haus könnte ich auch mal von hinten zeigen. Es hat sich ein bisschen was getan. Seit dem letzten Part, ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was das letzte Mal los war. Ich werde hier ein bisschen rumlaufen, euch ein bisschen was zeigen. Inselticket werden wir heute auch verbrauchen. Es ist 2 Uhr. Sehr schön. Die Inselhymne spielt. Ich zeige euch gerade mal das Haus. Das habe ich auch schon seit dem letzten Mal vergrößert. Ist auch schon größer geworden. Ich weiß nicht, was ihr davon schon gesehen habt. Das ist. Hier ist der Switch. Klick. Radio an. Nee, jetzt mal hier. Oh, ich hab übrigens hier eine Resetti-Statue. Sehr schön. Das kommt man nur an einem bestimmten Tag kaufen im Shop. So, KK Slider. Der DJ an seinem Pult. Und ein neues Bett. Schön umdesignt. Wir schlafen mal eine Runde. Hat das mit dem... Ja, das hat mit dem Traum zu tun. Na toll. Na gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Obwohl, können wir vielleicht auch mal zeigen. Warum nicht? Können wir auch mal zeigen. Ich heiße Sie willkommen, digitale Träume. Warte nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Also, was kann ich für Sie tun? Mich Traum teilen. Wo bin ich? Ich träume mal. Was geht jetzt? Ich habe eine Online-Mitgliedschaft. Hab eine Online-Mitgliedschaft gekauft. Sprache. Puh, ja. Sprechen kann er nicht mehr um die Uhrzeit. Dann werde ich eine Verbindung zum Internet herstellen, damit ein Traum heruntergeladen werden kann. Das dürfte jetzt funktionieren. Du machst auch mal online zeigen. Die Online-Funktion. Mal ausreizen. Ausreizen werden wir so heute nicht. Ich habe nämlich keinen, zu dem ich als Gast fahren kann. Aber hier wird erstmal gespeichert. Das Inselträumen kann ich schon mal machen, das funktioniert. Wie darf ich denn den Traum heute für Sie heraufbeschwören? Via Schlummeranschrift überraschen Sie mich doch nicht zu träumen. Schlummeranschrift, das geht. Und wie funktioniert's? Zu welcher Schlummeranschrift möchten Sie reisen? Ach so, da muss man jetzt, ich müsste hier irgendwie die Schlummeranschrift von einem Traum, irgendwie von einem Freund irgendwie. Ich könnte jetzt meine Insel hier im Traum teilen. Das ist, ja, warum nicht? Informationen durch den wichtigen Informationen, wenn du einen Traum in der Insel teilst, können andere Spieler auch, die du nicht kennst, deinen Traum werden. Okay, ja, das bedeutet, dass von Spielern generierte Daten ihre Bewohner, die zum Zeitpunkt ins Teil zeichnen, zugänglich. Okay, von mir aus. Name, Passeinträge, der Aussehen der Insel, Zimmer, Häuser, sein Design.
Beiträge, schwarzen Brett und andere Inhalte. Verstanden. Wer zunächst ihre Erinnerung an Kasatun mit einem Traum ein. Diesen werde ich dann über das Internet meine Traumbibliothek hinzufügen. Das sollte es sein, dann zapfe ich jetzt die Erinnerung an Kasatun an. Breit. Let's go. Meine Träume werden angezapft. Wunderbar, dann stelle ich jetzt deine Verbindung zum Internet und zum Bibliothek der Träume her. Und jetzt wird nochmal gespeichert. Wahrscheinlich. Erledigt. Ich werde nun Ihre Erinnerungen an Kasatun in einen Traum festhalten. Schließen Sie Ihre Augen. Lassen Sie sich Kasatun in Ihrem geistlichen Augen vorstellen. Entspannen Sie sich. Verbindung zum Internet hergestellt. Wie viele Ladezeiten wir hier nur haben. Ist auch mal wieder typisch. Das dauert jetzt ein Sekündchen, bis die Internetverbindung hergestellt wurde. Das ist ja und schon wieder gespeichert, wie oft der gespeichert werden muss. Fertig, ich habe Ihren Traum hochgeladen. Bis zum letzten entzückenden Bit. Sehr schön. Der Traum von Kasatun wurde unter der Schlummeranschrift DA 65 11 49 04 44 73 registriert. Ich denke, die könnt ihr jetzt hier eingeben irgendwie und dann könnt ihr da im Traum auf meine Insel kommen und die dann zerstören im Traum. Das ist dann, ja, das hat wahrscheinlich dann keine Auswirkungen, hoffentlich, auf meine Insel. Wenn sie mit anderen teilen möchten, geben sie einfach ihre Schimmerschatten. Da haben wir jetzt, habe ich jetzt hier weiter verbreitet hier. Noch einmal zum Mitschreiben für alle. Ja, jetzt hier könnt ihr gleich im Traum auf meine Insel, nach dem jetzigen Stand, das wird, bis das Video online ist, wird sich die Insel wahrscheinlich wieder 100% verändert haben. Sieht dann ganz anders aus. Ihr werdet es noch sehen, ich werde euch noch rumführen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen. Der Shop ist eröffnet und so weiter, das Rathaus ist auch schon auf Melinda schon da, hat sich einiges getan. Neue Bewohner sind auf der Insel, es hat schon... Der Zaun ums Blumenbeet ist fertig, das habe einiges. Ich spiele das halt täglich privat. Bin halt jetzt. Und wenn man das halt privat spielt, dann ja. Die Schlummeranschrift ist momentan auch auf ihrem Pass und den Karte zu sehen. Das nächste möchte eine Bescheid zum. Bedenken Sie zuletzt bitte das Traum nur im Zustand zum Zeitpunkt des Hochladens. Ja, das ist halt. Das müsst ihr halt bedenken, das ist halt jetzt der aktuelle Stand. Das, was ihr heute im Part seht, was ich euch heute noch zeigen werde, das ist halt hier. Das wird halt. Es kommt hin und wieder vor, dass mich ein Träumer bittet, sie mit einem Traum meiner Wahl zu überraschen. Natürlich würde ich dies niemals ohne Einwilligung des Traumerstellers tun. Das ist meine Frage: Dürfte ich ihren Traum, also du, teilen? Und andere mit überraschen. Oh nein, bitte nicht. Das ist jetzt einfach nur also ein random Träumen. Jetzt bitte nicht. Das könnt ihr jetzt eingeben, wenn ihr das wollt. Das ist, wenn ihr jetzt sehr findet und auch Animal Crossing New Horizons habt, könnt ihr das hier machen, könnt ihr meine Insel besuchen, aber ist jetzt so insofern öffentlich, deswegen kann da random jeder drauf, aber es muss jetzt nicht in der random Liste da auftauchen. Okay, ja, meine Insel muss jetzt keine Überraschung für irgendwelche Noobs sein. Sehr schön. Also ich möchte träumen, aber ich kann mich jetzt mal überraschen lassen. Das können wir einmal ausprobieren hier fürs Spiel. Also ich verbrauche jetzt hier wieder den ganzen Part fürs Schlummern hier. Eigentlich wollte ich euch die Insel zeigen. Speichern dauert so lange. Ja, dann lass mich mal überraschen. Sehr gerne. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Traum, den ich für Sie finden werde. Wunderbar, dann können wir getrost fortfahren. Schließen Sie Ihre Augen, dann entspannen Sie sich. Ich glaube, es wird auch gezeigt, wo wir hingehen. Es wird der Name der Insel und der Ersteller gezeigt. Verbindung zum Internet. Und Glückwunsch, du bist im Video, du bist hier. Mangata. Wir reisen nach Mangata. Grüße. Grüße bitte.
Falls da irgendwann, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das sieht hier, der Stellerinsel, aber größer. Vom Rathaus auf dem Bett hier. Das sieht natürlich schon viel besser aus als meine Insel. Finden Sie nun Ihre Augen. Sie befinden sich in einem tiefen Schlaf. Sie träumen von einer Insel namens Mangata. Wenn Sie aufwachen möchten, legen Sie sich einfach auf dieses Bett. Ich hole Sie dann zurück. Sollten Sie die Fragen, sollten Sie Fragen zum Träumen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich Patrons an mich. Ich wünsche Ihnen einen Süßträumer und Mangata. Okay, schauen wir mal, wie es hier schon. Das ist jetzt hier natürlich einiges. Willkommen am Design-Tauschterminal. Das kann man Design ist. Ja, schauen wir uns mal Designs, das als erstes mal die Designs anschauen, die derjenige hat. Zu diesem Zeitpunkt, als er das hochgeladen hat. Die Designs werden gesucht. Ach, hübsch. Das ist doch putzig hier. Ein kleines Meerschweinchen-Hamsterchen. Könnten wir uns jetzt speichern. Da sehe ich jetzt nicht so unbedingt den Grund dafür. Aber ja, schön. Grüße gehen raus an denjenigen, auf dessen Insel ich hier gerade, in dessen Designs ich hier gerade rumschnüffle. Aha, das sind die Bewohner. Hey, dich kenne ich ja gar nicht. Bist du neu hier oder so? Oder vielleicht bin ich hier neu. Ich meine, wer weiß das schon. Okay. Egal. Mangata wird dir voll gut gefallen. Hier ist das echt wie im Traum. Flap, flap. So, hier schön. Ein paar Sternsplitter. Skorpionsplitter. Okay. Ich glaube, hier kann man auch Sachen zerstören, hier kann man auch Sachen dann im Traum aufsammeln. Dadurch geht dann hier nicht der... Dadurch geht dann hier nicht die Insel kaputt. Aber wir haben hier natürlich keine Stäbe und kein... Ist das möglich, dass wir uns irgendwie ein Stäbchen holen und eine Leiter, dass wir hier hochklettern können? Und so. Ich habe mal eine Frage. Unterschied zu Rennen kann ich Träume melden. Na, das will ich nicht. Immersion, das tun hat Einfluss auf die... Nichts, was sie hier tun, hat einen Einfluss auf die echte Insel. Dürfen auch nichts hierher mitnehmen, aber sie bekommen danach natürlich alles zurück. Also weiter fragen? Okay, ja, das hat hier keinen Einfluss. Ich kann ja alles vernichten. Ich kann hier eine Axt craften und alle Bäume niederreißen. Tut nichts zur Sache. Frage ist, nehmen wir das mit? Also wenn ich jetzt hier Pfirsich pflücke, nehme ich das aus dem Traum mit in die Realität oder was hat das für einen Sinn, dass ich das jetzt pflücken kann? Und es wäre sehr schön, wenn ich Pfirsiche mitnehmen könnte. Aus dem Traum. Ein Mond als Banner. Sehr schön. Was bringen mir diese Sterne hier? Ich werde sie mal sammeln, vielleicht sind sie irgendwas wert. Sternsplitter, Skorpionsplitter. Also aus Sternsplittern kann man was basteln. Das hat, da haben wir schon was gesehen, irgendwas. Wenn man die wirklich mit ins 3 Life nehmen kann, ist das ja sehr schön. Ich kann hier durch die Blumen, weil das ja möglich, weil das nichts macht. Das sind Äpfel, die habe ich schon auf der Insel. Brauche ich nicht, habe ich genug. Okay, ein Busch. Schön gestaltet hier. Das ist mit dem Gestaltungsstück, kann man dann später auch sich Sachen machen. Wasserfälle und so. Und ganz tolle Sachen machen. Gemälde und so weiter kommen dann bei mir auch bald noch irgendwie. Ich kann halt das Land so gestalten, so eckig machen und so. Ausbauen, wie das halt zu treffen ist. Sehr schön, was haben wir hier?
ein Campingplatz. Und ja, mal schauen, wie ich es euch dann zusammenschneide. Wahrscheinlich werde ich es wieder gar nicht schneiden und das euch wieder so lassen und dann, ja, haben wir es halt so ein paar. Ich wollte euch meine Insel heute zeigen, jetzt zeige ich euch eine andere Insel. Ja, es ist halt so, Animal Crossing kann halt vieles draus werden. Kann ich auf einer hübschen Parkbank sitzen. Und da haben wir unten rechts eine Karte übrigens. Kann ich auch gerade mal ein Foto machen. Sieht ja wirklich alles sehr toll aus. Mal wirklich ein Foto von machen. Ach, hier sind wir beim Bahnhof, wollte ich sagen, beim... Der Mond überall, das scheint hier so eine Art Mondinsel zu sein. Das scheint hier wirklich zum Stile Mond aufgebaut zu sein. Machen wir hier vom Rathaus mal ein kleines Foto. Finde ich gar nicht schlecht. Jetzt ist der Bewohner jetzt abgehauen. Und der kommt da gerade noch um die Ecke. Sehr schön. Ein Foto für Twitter und für Instagram wahrscheinlich eher nicht. Auf Twitter habe ich ja schon öfters Sachen gepostet von meinen privaten Spielereien. Kann ich mir draufsetzen? Sehr schön. Das Klavier spielen. Sehr schön. Ein Wegweiser. Was haben wir hier für Früchte? Wurzel oder? Orangen. Orange. So, was haben wir hier? Das sieht ja hier ein wundervolles Ski aus. Ja, ich renne hier nur durch die Blumen, weil ich das kann, weil nichts passiert. Gehen wir mal in das Haus eines Bewohners rein. Bin zwar momentan nicht auf Besuch eingerichtet, doch mache es dir ruhig bequem. Julia. Allerdings solltest du davon absehen, seltsame Dinge zu tun, da dies nur ein Traum ist. Puh. Ach, das muss ich wirklich zurücknehmen, mein Lieber. Denn nun ist genau der rechte Moment dafür. Wenn wir mal Bahn gehen hier. Hübsche Badewanne hast du da. Und eine Dusche. Badewanne und eine Dusche. Finden wir noch das eigene Haus von unserer Gastgeberin hier. Oder vom Gastgeber. Kann ja beides sein. Ist nicht ausgeschlossen. Wobei ich hier schon eher aus... Oh, Sternenbaum. Wobei ich hier schon viel... Ich hoffe, ich kann das Zeug alles mitnehmen. Wobei ich hier schon eher von der Gastgeberin ausgehen würde. Das ist hier schon so... Ich denke mal, ich würde so... Oh, eine Schneiderei. Da gehen wir vielleicht noch nicht rein. Gehen wir wahrscheinlich auch noch nicht. Will mich dann nicht nix laden. Das sieht aber auch schon anders aus als bei mir. Ich will mich da echt nicht spoilern lassen. Oh ja, open. Das sieht ja schon wirklich hier. Hat einen ganz anderen Stil als bei mir. Könnt ihr mal auf die Karte gucken. Ich weiß noch gar nicht, wo. Wer ist das Rathaus? Finde ich mich gar nicht zurecht auf dieser großen Insel. Ja, eigentlich läuft man nicht durch Blumenbeete, das macht man nicht. Das ist böse. Okay, ich bin hier und da drüben ist irgendwas. Zelt oder so. Vielleicht Zeltplatz hier.
Zack, schon den Hund kaputt gemacht. Hier wohnt Julia. Okay, da waren wir gerade eben schon. Bei Julia waren wir schon zu Besuch. Wer wohnt denn hier? Können wir gar nicht nachgucken. Wie soll man denn hier durchgehen ohne... Das ist eine Insel voller Blumenbeete, ja. Das ist eine Insel mit einem Blumenbeet. Ja, schön. Oh. Am besten du. Mursal. Willkommen. Ach, das ist die... Das ist unsere Gastgeberin. Das ist die Besitzerin der Insel. Mursal heißt die. Sei gegrüßt, Mursal. Michael oder Maiko. Hey, grüß dich. Wir kennen uns noch nicht. Bist du neu hier oder nee? Bin ich vielleicht neu hier? Wer weiß? Ist ja eigentlich auch egal. Ich freue mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Nie bleiben. Gut, ich würde mich dann, glaube ich, auch gleich mal verabschieden. Tschüsschen, Mursal. Ich hoffe, ich darf ein paar Pfirsiche von der Insel mitnehmen. Die ich hier schon gesammelt habe. Ein paar von den Sternen hier. Den Sternsplittern. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfange, aber... Ja. Und bestimmt sind sie irgendwas wert dann auf der Insel. Dann nehme ich die mal mit. Kann bestimmt irgendwas Tolles draus bauen. Okay, zurück. Okay, ich weiß, wie ich traue. Wie ich aufwachen kann. So, hier. Rein hier. Aufwachen. Let's go. Genug geträumt hier. Kann wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Insel zurück, weil es eine Überraschung war. Hätte noch einen Post auf der Pinnwand hinterlassen können, aber das hat wahrscheinlich keine, ja, das hat, da das keine Auswirkung auf die Insel hat. Würdest du denn wahrscheinlich nichts davon mitkriegen? Oh, wie liegt denn der in seinem Bett? Da haben lange geschlafen. Wir durften nichts davon mitnehmen. Sieht nicht so aus. Jetzt zeige ich euch mal meine wunderschöne Insel. Nicht ganz so groß ausgebaut wie die, die ihr gerade gesehen habt. Wird eine leichte Enttäuschung jetzt hier. Da gibt es noch nicht so viel. Durch die Blumen kann man übrigens rennen, die sind halt, die sind übrig geblieben von dem Blumenfeld da drüben. Als erstes hier mal diese Insel, die habe ich schön umgestaltet, da soll später mein Haus drauf, sobald ich das umstellen kann, das Haus. Da habe ich jetzt hier so eine schöne, die Kirschen werde ich nachher vielleicht noch ernten. Eine schöne Kirschallee hingebaut und hier haben wir meine Inselflagge. Ja, und ein Rathaus. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, das Rathaus von innen. Ja, da sitzt der Tom Luke und die Melinda. Zack, und die kann Folgendes machen. Da kann man hier... Zwecki, guten Abend, wie kann ich dir heute helfen? Neue Insel, wenn du die neue Inselflagge in eine Bewohnersache als Politik. Okay, da kann man jetzt auch hier Bewohnersachen klicken und dann kann man hier jetzt sich beschweren über bestimmte Persönlichkeiten. Ich jetzt halt sagen, bei meinem Ludwig, Silvia, Jesko, Rosi und Kiki, das sind die Bewohner bisher. Wenn ich jetzt sagen, die jetzt der hat unpassende Klamotten oder unpassende, der drückt sich falsch aus, der hat falsche Sprache. Neue Inselmelodie.
Das ist, glaube ich, die aktuelle Inselmusik. Können wir mal wiedergeben. ja. Kleines Meme. Genau wie die Flagge. Ein bisschen hier auf Meme spielen. Andes Panetti. Ich weiß auch nicht, woher das, wie das. Keine Ahnung, woher das zukommt, wie das, worauf das eine Meme-Anspielung sein könnte. Ich weiß auch nicht. Das sind natürlich, das ist komplett, also Ähnlichkeiten zu irgendwelchen real existierenden Sachen sind frei, sind natürlich komplett. Es ist also, ist natürlich, das ist. Ähnlichkeiten zu real existierenden Mustern oder Logos oder Musikstücken, das ist alles ausgedacht. Das ist hier natürlich, ist absolut unmöglich, dass da irgendwas real existiert hat. Das ist alles hier imaginär. Ein 1000 Sterni-Sack. Wir sollten hier wahrscheinlich wieder was vergraben, weil daraus vielleicht ein Sterni-Baum wächst. Vergraben wir einfach mal wieder. Wächst neuer Baum mit mehr Sternis dran. So, hier ist jetzt wenig los. Da ist Unkraut schon wieder gewachsen. Und da liegen zwei Bastelanleitungen, die ich schon kannte. Habe ich einfach hingelegt. Nicht zu voll, das aufzusammeln, mitzunehmen. Unkraut schon hier wieder überall. Ist doch schlimm. Ich habe einen kleinen Zaun ums Haus gebaut. Ja, sieht das schön aus. Ein paar Blümchen. Gibt immer noch das Eisbett und so. Okay. Oh, hier haben wir einen Sternibaum. Nein, nicht buddeln. Was machst du, Zwergi? Die Schaufel mal ablegen. Wegpacken. Nicht ablegen, sondern wegpacken. Schön ein paar Sternis. Und ein Ballon. Nun sollten wir vielleicht mal vom Himmel holen. Da liegt was Tolles drin. Sehr schön. Was haben wir drin? Inventar ist bald voll. Eine Modelleisenbahn ist ja hübsch. Sehr schön. Ich denke, das stelle ich mir einfach in die Bude. Warum nicht? Nachts haben natürlich alle zu hier. Der Luxlan hat nur bis 22 Uhr offen. Das ist so früh aufzunehmen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Übrigens, wenn ihr das hier guckt, ich streame jetzt fast täglich auf meinem Twitch-Kanal. Nicht Animal Crossing, aber andere tolle Sachen. Und wenn ihr das noch nicht geguckt habt, wenn ihr noch nicht auf Twitch vorbeigeschaut habt und ja, schreiben brauche ich jetzt hier nichts. Wie war das Schreiben nochmal? Wie habe ich das getriggert? Egal. Auf twitch.tv/zwergenfürst.lp alles zusammengeschrieben. Könnt ihr euch meine Streams anschauen, könnt ihr ein Follow da lassen. Und kein Stream mehr verpassen. Fast täglich jetzt schon, also wirklich, sind jetzt schon einige Streams passiert. Und das hier rauskommt, noch mehr Streams. Das ist jetzt hier wirklich abenteuerliches, was ich da schon alles gestreamt habe. Hier entsteht eine Brücke. Nein, da steht keine Brücke, da steht so ein Schräge, damit man da hochgehen kann. Eine Steintreppe. 8.963 Sternis brauchen wir noch. Dann können wir schon mal die 3.000 Sternis durch spenden. Können wir gleich mal machen. So viel wie möglich. Sehr schön. Und jetzt Spende. Ich muss mein Haus abbezahlen, meine Hausvergrößerung. Aber ja, das kann ja warten. Erstmal die Schräge hier. Damit ich da nicht mal hochrennen kann, weil da wohnt ein Typ oben. 11.000 Sternis brauchen wir noch. Ein andermal. So. Momentan müssen wir da noch hoch. Bauen wir noch die Leiter.
manchmal aus Versehen. Bei mir gefällt, ist noch wach. Können wir gerade mal reinschauen, wer hier oben wohnt. An dem Eck der Insel. Hallöchen. Ziemlich holzig, die Hütte. Oh, tut mir leid. Ich bin so konzentriert bei der Arbeit, dass ich dich kaum bemerkt habe. Was machst du denn? Ich habe mir spontan vorgenommen, einen Blumengebinde zu fabrizieren. Eventuell hatte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber unheimlichen Spaß. Möchtest du wissen, wie man ein Blumengebinde anfertigt? Ja, bitte. Sehr gerne. Ich habe alles, die Anleitung notiert, damit. Okay, jetzt kriegen wir eine Anleitung bekommen. Oh, deine Taschen scheinen schon voll zu sein. Ich habe was für dich. Das können wir auch machen. Können wir den vollmüllen. Verdammt, das geht gar nicht. Können wir was in deinen Mülleimer werfen? Etwas entsorgen? Oh ja, ich kann hier bei ihm was entsorgen. Zwei Äste. Weg damit. Ja, ich wollte dir noch die Anleitung für ein Blumengebinde geben. Das wäre nur auch gleich wieder los. Ja, wir erlernen es einfach erstmal. Ein Blumengebinde hergestellt. Meine Designs wollte ich euch auch noch gleich zeigen. Eins habe ich gerade an. Es wird leider auch auf dem Rücken gedruckt, aber egal. Sieht trotzdem schön aus. Wird leider auch rückwärts drauf gedruckt. Ihr seht es nicht so gut, weil es halt ein bisschen weit weg ist. Geh mal wieder runter. Da baue ich eine kleine Schräge, damit wir da hoch können. Damit ich da nicht immer die Leiter rausholen muss. Hier brauche ich auch noch eine Brücke über den Fluss. Und der schläft hier wieder. Den müssen wir mal besuchen, den Ludwig. Muss mal wieder am Tag spielen. Kommen auch immer erst abends dazu. Das ist auch privat. Auch privat kommt erst abends dazu zu spielen. Mir wurde von einem anderen Bewohner berichtet, dass der Ludwig hier, der hat ein bisschen. Dem geht es ein bisschen schlecht. Der sperrt sich halt auch jetzt ja mal abends rein. Ich habe den lange nicht mehr draußen gesehen. Da müssen wir mal tagsüber mal. Oha. Schmatz. Aber Gitarren, Blumenkohl, Solo. Hä? Erzähl das niemandem, Gänseblume. Aber ich bin total kaputt und wärmt gleich in die Heier. Aber im Herzen bin ich wohl immer noch ein Nachtkänguru. Jawohl. Was gibt's Neues? Tut dir von lauter Laber nicht schon der Kiefer weh? Absolut nicht. Das kommt, obwohl nach einem ordentlichen 4-Stunden-Stream auf Twitch, das kann schon, ist so. Da habe ich mir schon mal den Mund fusselig geredet. Das ist schon mal so ein bisschen. Da möchte man so ein bisschen nach einem 4,5-Stunden-Stream auf Twitch. Ja, das ist da brauche ich erstmal eine Schweigepause. Da brauche ich erstmal einen halben Tag Pause. Zumindest hast du immer was Gutes zu sagen. Sprich mit mir. Heute ist Sonntag, echt jetzt? Na, du scheinst jedenfalls Hummeln im Hintern zu haben. So wie du jetzt hier durch die Gegend flitzt. Lauf dir, du dir ruhig die Füße platt. Ich hänge heute lieber chillig ab. Flott, flott. Ah, okay. So, das Blumenbeet wollte ich euch noch zeigen. Die Bewohner habe ich euch jetzt mehr oder weniger gezeigt. Der Ludwig ist gerade nicht zugegen. Ja, das Museum habe ich euch schon gezeigt, das war im letzten Part. Hier wohnt jetzt auch schon jemand. Er ist jetzt, glaube ich, unterwegs oder er schläft. Ja, schöne Blumenbeete, das habe ich hier schon eingezäunt. Eingezäunt, nicht mit den Holzpfählern, sondern hier mit wunderschönen Zäunen. Ich muss hier gerade mal, gehen wir vielleicht doch gleich nochmal ins Museum, ein paar Fossilien abgeben. Hier schön Löcher graben. Schön dann auch wieder zu machen. Ist hier noch jemand zu Hause? Ne, alle, einer am Schlafen. Joa,
Ansonsten hat sich hier nicht so viel getan. Ja, neue Bewohner auf der Insel. Die habe ich euch gerade schon gezeigt. Bei Melinda habe ich es euch gezeigt. Meine Designs wollte ich euch noch zeigen. Kostenanleitung haben wir hier. Ah, das ist das Blumengewinde. Hier habe ich meine schönen Designs. Hier habe ich eine Krone gebastelt. Krone 1, Sowjet Hat. Sollte irgendwann mal zunehmen. Das sollte so ein Hut, sobald man das. Ja, geht leider nicht. Hut kann ich leider noch nicht machen. Habe ich die Sowjet Flag. Das ist hier natürlich die kleine. Das ist natürlich, da ist als Sowjet. Das ist natürlich ein Begriff, was ich mir ausgedacht habe. Das ist Ähnlichkeit zum bereits bestehenden, zu echten Sachen. Das ist natürlich, ist jetzt hier natürlich, das ist nur zufällig. Und das habe ich jetzt, die Uniform hier, die habe ich mir direkt immer angezogen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo ausstellen kann, irgendwo platzieren kann, damit ihr euch die mal angucken könnt. Das ist mein Pass. Kasadum. Schlimme Anschrift steht dort. Könnt ihr irgendwann noch anschreiben. Das Dings. Inselsprecher bin ich natürlich. Ausgeschickt 18. Januar. Habe ich, glaube ich, das erste Mal gespielt. Anziehen will ich nicht. Die platzieren. Schneiderpuppe. Sieht man jetzt hier im Dunkeln natürlich schlecht. Ja, das Kapuzenpulli-Shirt habe ich jetzt natürlich. Geh mal kurz rein, vielleicht kann ich es euch drinnen zeigen. Im beleuchteten Zuhause. Auch ein bisschen ranzoomen dran. Ja, hier. Design ausstellen. Gemälde, Leinwandaufsteller, okay. Ist kein Platz zum Aufhängen. Ach so, ja gut. Wandbohne, kann man Autobahn, kann man auch ein Design für die Wand entwickeln. Schneiderpuppe. Ihr könnt es noch mal sehen, könnt es auch noch mal hier an mir direkt sehen, hier. Können wir ein kleines Foto machen, mit der Foto-App. Nix können wir ranzoomen. Da sieht es auch noch mal sehr schön mit roter Weihnachtsmannhose an. Sieht das noch besser aus. Ja. Sehr schön, kleines Andenken-Foto. Schwarze Sepia. Sehr schön. Ich habe das nochmal in den ganzen Details gesehen. Können wir dich mal nehmen, die andere in das Froschpulli stellen. Das ist ja dumm gelaufen. Ich mal richtig verschieben. Nein, nicht den Spiegel. Na komm. Das steht jetzt ganz ungünstig oder was? Ich hätte es gern dort. Jetzt können wir auch hier die Ansicht drehen. Sehr schön, das kann man durchaus auch noch ein bisschen. Nee, kann man nicht. Okay, sehr schön. Okay, eigentlich wollte ich noch das Meilenticket ausprobieren. Ich weiß nicht, wo ich das habe. Das machen wir dann wohl im nächsten Part oder am nächsten Aufnahme. Ich habe jetzt wahrscheinlich hier schon, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon aufgenommen habe. Puh, ist mal wieder überlang geworden. Ich weiß nicht, ob ich da was rausschneiden werde oder wie ich das aufteile. Ich hoffe, euch machen zu lange Animal Crossing Folgen nichts aus. Ich denke, das wird jetzt wieder zu einer werden. Ausrüsten, da habe ich auch noch hier. Da habe ich noch so eine
sondern Tröte. In dem Sinne, wenn euch noch unbedingt gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und das nächste Animal Crossing Video, das nächste Video auf dem Kanal nicht verpassen wollt. Yay. Glocke aktivieren. Yay. Und lasst ein Follow auf Twitch da. Habe ich heute schon viel geworden. Ja. Und haut darin, habt dann einen besonders sehr schönen fürstlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut darin. Ciao, ciao.